So, meine Lieben. Angekommen. Ein Riesenteil hier. Ja, ich glaube, den schaffen wir gar nicht in 2 Tagen. Der ist so groß. Von hier stehen. Ich bin jetzt gerade mit dem Hund. Kann sein, das ist jetzt die andere Kamera. Kann sein, dass du ein bisschen lauter reden musst. Ich bin hier gerade mit dem Hund gegangen. Hölle, die Pest. Hier stehen ein paar Geschosse. Also, wer einen Morello hat, der kann hier auch drauf. Kein Problem. Mit Slider. Ja, alles Mögliche. Also, da zeigen wir nachher nochmal irgendwann. Ein Riesencampingplatz mit hinten steht die Engländer-Fraktion, zwischendurch dann die Holländer, die Skandinavier, eine Seite die Deutschen. Wohl so ein bisschen haben sie das sortiert hier. Aber sehr, sehr viele Engländer. Ja, hier ist Restaurant, Bar, Schwimmbad, was auch im Winter beheizt ist, glaube ich. Ja, so ein Wasserparadies oder ja, so, ne? Für ja. Kinder noch oder wie auch immer, Sauna. Und hier, All in. Ja, ist hier so ein ganzes Resort, ne? Und es ist auch rappelvoll, ne? Also, das ist schon... ja, wir hatten ja vorhin 3, 4 angefahren, war alles blanko, alles dicht. Ja, wir werden heute mal ein bisschen uns akklimatisieren. Das war ja dann doch eine unruhige Nacht gestern. Oder letzte Nacht. Und dann waren wir auch den ganzen Tag im Wohnwagen, im Wohnmobil. Nur geschifft, wie blöd. Ja, jetzt gerade die Fahrt, Seitenwind. Winde von vorne, Böen. Alter, das habe ich aber auch noch nie erlebt. Und ich fahre schon wirklich lange und viel Auto. Aber das war schon, 2-mal war es, glaube ich, sehr kritisch, meiner Meinung nach. Da war ich auch schon kurz überlegen, ob ich rechts raus und Ruhe. Aber gut, jetzt sind wir da. Alles gut. Hör auf zu jammern, Mike. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt trinken wir erstmal ein Käffchen. Genau, jetzt kommen wir erstmal an und... Den Rest erfahrt ihr dann, wenn wir die Kamera wieder anmachen. Genau. Ne? So ist es. So nämlich. Und der Hund ist auch froh, dass er auf seiner Couch liegen kann. Ja, alles gut, ne Süße.
lass noch ein paar größere umdrehen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei diesem Knallerwetter. Ja, wer hätte das gedacht? Das Wetter hat uns wieder eingeholt, ne? Nur kurz. Zumindest ist es nicht so windig. Naja. Geht schon. Ja. Soll besser werden. Definitiv. Aber haben halt Januar, ne? Ja. Da kann das mal passieren, wohl. Ja. Naja. Aber da hinten wird schon wieder heller. Und solange muss der Hund jetzt noch warten. Aus und trinke jetzt erstmal meinen Kaffee. Brötchen wolltest du noch holen. Ja. Wie hast du denn geschlafen? Oh, ich hab, glaube ich, ganz gut geschlafen. Also einmal war ja Nacht richtig laut, ne? Ja. Ich glaube, da hat der Blitz hier neben uns eingeschlagen. Da war ich aber auch hellwach, mein Lieber. Also der ist irgendwo reingeballert. Hat irgendwas kaputt gemacht. So, ja. Das nicht bei uns ist. Nee. Also, alles trocken hier bei uns. Ja, ja. Tropft nichts von oben, läuft nichts ein von unten, alles gut. Ja. Ja, wir warten jetzt mal das Schiedwetter ab und dann gucken wir mal, was hier noch passiert. Ja. Wahrscheinlich nichts. Ui, hat wieder einer ein Foto gemacht. Ja, sind hier ständig am Fotografieren. Naja, wir zählen jetzt mal die Blitze, ne? Später. Ja, wenn das mal nie gemütlich ist, wa? Euch macht gerade Buchhaltung. Damit wir im Fazitvideo schön die Daten raushauen können. Ja, rechnet immer noch. Wir nutzen mal die Zeit, hier ein bisschen Video zu schneiden. Und so vergeht unser Tag hier. Hab schon gespült, aufgeräumt. Ja, was man so macht, ne? Ja. Finanzen, Schatz, wie sieht's aus? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht ausgerechnet. Sind wir schon pleite? Was? Nein, können wir ja nicht. Ich habe ja die Kreditkarte. Naja, mal kurz so als Zwischenstand, ne? Wir sind übrigens immer noch auf dem Stellplatz. Oh ne, auf den Campingplatz. Wie heißt das denn? Marial Resort. Ja, Costa Blanca. Genau. Zwischen Alicante und Murcia. In der Nähe von Elche. In Schweden, Elche? Elche. Nee, so heißt es bei mir. Elche. Oder wie auch immer man es ausspricht. Oh, wir haben wieder geblitzt. Es ist hier zwar direkt an der AP7. Aber man hört davon eigentlich nichts. Also kaum so ein bisschen
Grundgeräusch, aber... Grundrauschen. Aber ist man hört nicht die Straße aber auch nicht, die Autobahn nicht, weil die Blitze und Donner und der Regen so laut ist. Nein, heute Nacht hat es nicht geregnet. Zumindest nicht viel. Gestern Abend auch nicht. Ein bisschen. Zwischendurch mal. Gestern Abend hat die ganze Nacht durchgeregnet. Die ganze Nacht hat dort nicht durchgeregnet. Jetzt hat es gedonnert. Ja, läuft hier bei uns. Aber macht die Sache gemütlich, finde ich. Ja. Gerade schon mal einen Rundgang ums Auto gemacht, alles tipptopp. Alles dicht, alles gut. Im Hund geht's übrigens auch prächtig. Ja. So. Yummy, yummy. Frittierter Tintenfisch mit Aioli, Brot und ein lecker San Miguel. Kann man da bestellen? Ohne Bier und Brot. Nein, ja. Zum Mitnehmen. Der Hund darf nicht in den Pub bzw. auch nicht ins Restaurant übrigens. Ja. Also essen wir hier. So, Agurten. Agurten. 7 Euro eine Portion. Ja, okay. Oh, ist okay. Jo. Guck mal, wie schmeckt. Ja, guck mal, wie schmeckt. Lecki. Prima. Mal gucken, was die kann. Echte spanische Orangen. Oh. Ne? Selber lecker. Ja, vom Prinzip sind wir immer noch satt von den Calamaris. Jo, aber die waren lecker. Aber auch vier. Ja. Ja, und ansonsten haben wir heute eigentlich gar nicht mehr so viel gemacht. Wäsche gewaschen. Ja, also fürs zum Zeigen oder so. Nee, weil hier gibt's ja auch nichts. Man kann wohl rundherum vielleicht wandern, aber... Haben wir nicht gemacht. Wir haben heute wieder so einen Fluffy-Tag gemacht. Also ja, fast. Also wir waren fleißig, doch. Wäsche gewaschen, getrocknet. Ich habe schon einen Film wieder geschnitten, aber noch nicht hochgeladen, weil WLAN ganz schwierig hier. Und wenn dann nur 20 MB. Ist natürlich blöd, wenn du so einen 6 GB Film hast. Ne? Da kommt gerade mal der Vorspann drauf. Ja. Nein, ansonsten haben wir wirklich nicht viel gemacht. Muss auch mal sein, gehört zum Urlaub richtig, dazu, ne? Richtig, wir haben ja Urlaub. Richtig. Also wir sind ja hier nicht irgendwie... Auf der Flucht. Auf der Flucht, oder? Nein, sind wir nicht. Deswegen jetzt nur noch ein bisschen Abendbrot, kleines Abendbrötchen. Ja. Ein bisschen Netflixen. Und dann Haie Muffel. Morgen geht's weiter. Morgen haben wir, glaube ich, was Schönes. Mal schauen. War schon wieder schwierig. Also wir wollen ja jetzt mal wieder Richtung Meer. Wir stehen ja hier mehr im Inland. Morgen geht es wieder mehr Richtung Mormor. Und dann schauen wir mal, was wir da für einen ausgesucht haben, für einen Platz. Ja, das wird schon. Wird schon, ja. Der Weg ist das Ziel. Genau. Nee, da fahren wir morgen früh ab, dann melden wir uns aber nochmal. Ach so, und Wasser haben wir schon getankt? Mhm. Und Toilette haben wir schon sauber? Mhm. Grauwasser morgen früh ablassen. Kannst du vorne am Haupteingang? Hier hinten in der Ecke, da sind so drei Buchten, wobei die eine, da ist das Gitter schon eingebrochen. Da muss man ein bisschen gucken, dass man dann die linke nimmt. Ja. Wenn da nicht gerade ein Engländer steht, der sein Auto wäscht. Frauchen kriegt hier anscheinend alles mit. Ich wusste noch niemals, wo der Ausgang ist. Das ist der Unterschied. Ja, da ist, wenn man sich um den Hund kümmert und mit dem Hund geht. So, dann weiß man auch das Ganze hin. Dafür mache ich Essen, in Frühstück. Der Ecke auch Agility ist für Hunde. Auch das noch. Aber der Platz steht unter Wasser. Mäuschen, Agility. Weil es hat ja heute auch wieder noch mal ein bisschen geregnet. Habe ich schon erzählt, dass ich jetzt 2 Jahre Agility mit meinem Hund gemacht habe? Ja. Habe ich schon erzählt? Nein. Ach so, nur mal so am Rande. Ja. Ja, komm. Also, Feierabend für heute, würde ich sagen. Das war's. Ne? Ja. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle.
Moin Moin! So, geht weiter! Wir hauen ab hier von na, Marial Costa Blanca Camping Resort. 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne, ich entsorge jetzt eben hier noch. Und dann, Schatzi, geht's nach irgendwo hin. Ja. Unten zur Küste. An der Küste? An der Küste. An der Küste. Lescula. Oder Lesculo. Oder so. Irgendwie so in die Richtung. 250 Kilometer von hier. Ja. Kann ich sagen. Da haben wir gestern angerufen. Ja, da sollen. Die werden ja auch schlauer. Also, wenn das klappt, dann haben wir da einen Stellplatz heute. Ob der das so verstanden hat, weil zwischendurch... Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, mal gucken. Hier ist übrigens Agility. Ja. La Dama Agility. Aber der Platz ist zu und alles unter Wasser. Und wohl heute geht es schon wieder. Das macht den Hunden aber nichts. Hat aber heute Nacht auch wieder geregnet. Ne? Aber jetzt guckt euch das Wetterchen an. Kinders, blauer Himmel, die Sonne scheint. So, fast leer. Zwischen jetzt ab, ne? Jo. Attacke. Wir wollen heute noch ankommen. Vor allem können wir jetzt unser Bändchen hier abmachen. Dein All-In? Dein All-In-Bändchen. Ich hab doch hier so eine Schere. Eine Schere. Ich muss aber auch sagen, jetzt habe ich mal wieder richtig Bock weiterzufahren. 2 Tage reicht jetzt. Hast du die Schere? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Ah, dann machen wir wieder zu Hause ab. Oh, 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 mit dem Fademesser. Nicht die Ader. Ich wollte die noch zum Fahren. Genau. Winter frische Tomaten haben und genau. Erdbeeren und sowas, alles schön. Ja, dann passiert wahrscheinlich Paprika. Sowas. Paprika, ich glaube, hier kommen viele Paprika her. Paprika? Paprika kommen immer viel aus Spanien. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So, wir haben es heute geschafft. Ja, auf 27 Kilometer. There's a hole in the gray sky. Where the sun comes through, baby, can't you see the patch of blue? There's a silver lining if you care to see that things aren't as dark.